Hey Leute, willkommen wieder bei Bademeister und heute geht es um diesen ganz, ganz tollen Umschlag. Ja, wie ihr vielleicht hinter mir erkennen könnt, bin ich ja ein sehr großer Kingdom Hearts Fan, auch vielleicht an dieser Kette hier ansehbar. Ich habe ziemlich viele Kingdom Hearts Spiele und ich möchte noch viel mehr haben. Und ich habe mir jetzt ein weiteres gekauft und das möchte ich euch gerne mal zeigen. Ich freue mich wahnsinnig drauf, ich bin echt froh, dass ich das jetzt endlich habe. Ich will das Spiel schon seit Jahren haben und endlich habe ich es mir geholt und ja, bin ganz aufgeregt und packen wir es auf. Ja, ich mache das jetzt hier oben auf. Das Ganze ist übrigens von eBay. Hat mich mit Versand zusammen 18 Euro gekostet. Also ich finde, der Preis ist okay. Eigentlich ist es relativ schwachsinnig, dass ich mir das Spiel gekauft habe, weil man demnächst das Spiel eh auf einer deutschen PS3 spielen kann. Aber für die Sammlung wollte ich es auf jeden Fall unbedingt haben. Es handelt sich um Kingdom Hearts 2 Final Mix für die PS2 in der japanischen Version. Ja, ist das nicht awesome? Und ich kann es gar nicht glauben, dass ich es in den Händen halte. Und oh mein Gott, ist dieses Cover wunderschön. Das ist ja atemberaubend. Also ich finde es richtig, richtig klasse. Gefällt mir richtig gut. Ich kann gar nicht glauben, wie gut es ist. Das heißt übrigens Final Mix Plus. Das habe ich jetzt gerade vergessen gehabt zu sagen. Steht auch nochmal hier an der Seite so in Silber, so wie auch beim normalen Kingdom Hearts 2. Und auf der Rückseite sieht man die ganzen Charaktere oben, auch mit Roxas und Sora und die ganzen von der Organisation. Und dann steht hier unten noch, dass hier Kingdom Hearts Final Mix ist und Chain of Memories auch. Ist das hier so mit drauf? Ich weiß es gerade gar nicht. Oder nicht, ich glaube, das ist sogar ein extra CD. Genau. Ja, finde ich ja noch viel besser. Ja, beinhaltet wie gesagt zwei CDs, hier mal die Rückseite, damit ihr die auch so ein bisschen hier sehen könnt. Ja, wie gesagt, es ist eigentlich schwachsinnig, das jetzt zu kaufen, weil nächstes Jahr soll ja für die PS3 die zweite Auflage rauskommen, die man hier oben sehen kann, wo dann halt Kingdom Hearts 2 Final Mix Plus mit drauf ist und man das halt in, ja, mit deutschen Texten und in englischer Sprachausgabe spielen kann. Aber ich wollte unbedingt die japanische PS2 Originalversion und ja, wollte ich nur gesagt haben. Ich werde das Ganze jetzt auch mal aufmachen. So, und da haben wir hier Anleitungen. Das sieht einmal so aus wie das Cover, gefällt mir wie gesagt richtig gut. Hinten bloß in weiß mit Text. Innen haben wir alles in Farbe, richtig, richtig cool, hier in Gelb. Und die Steuerung wird erklärt, die Karte und so weiter, ganz anzeigen, wie man herumfliegt mit seinem Gummischip und so weiter und so fort. Alles in Japanisch. Und hier hinten haben wir sogar noch so eine Square Enix Registrierungskarte, auch sehr schön. Ja, das sind noch richtig gute Anleitungen. Kommt ja auch wieder rein. Und dann haben wir hier zwei CDs, weil hier ja, wie jetzt gerade gesagt, nämlich auch Re-Chain of Memories mit drauf ist. Das haben wir ja bei Kingdom Hearts HD 1.5 Remix hier oben. Da haben wir das ja mit drauf, dieses Chain of Memories, was ja hier das GBA-Spiel war, für die PS2. Das kam ja halt für die PS2 mal raus. Und das ist ja halt nur drinne. Das wusste ich jetzt gerade gar nicht mehr so genau, da war ich mir ziemlich unsicher. Aber jetzt weiß ich es wieder und finde das ziemlich awesome, dass ich das so mit gleichzeitig auch dabei habe. Sehr cool, die CD gefällt mir übrigens auch sehr gut. Ist so schön in Silber, so mit Gravuren, wo man dann so ein bisschen die Charaktere sieht. Und genau so sieht das von der Kingdom Hearts 2 CD dann auch aus. Da sieht man diese Szene, wo Sora und Roxas da glaube ich gerade Eis essen, wenn ich das richtig erkennen kann. Wahrscheinlich erkennt ihr das jetzt nicht so sehr. Aber mir gefällt es sehr gut. Und ja. Die Discs sind auch in einem tadellosen Zustand übrigens. Ich habe das auf eBay gesehen und da stand dann halt Kingdom Hearts 2 Final Mix Plus. Es war zum Bieten ab 1 Euro und da stand, dass das wirklich in einem neuwertigen Zustand ist und das kann ich auch bestätigen. Es sieht absolut tipptopp aus, absolut super, genau so wollte ich es haben und bin nun ein stolzer Besitzer von Kingdom Hearts 2 Final Mix Plus. Oh yeah! Ja, ich habe übrigens Final Mix Plus schon mal durchgespielt, bevor ich das jetzt hier halt so habe. Und fand es wirklich sehr gut. Ich habe es komplett in Japanisch durchgespielt und auch am Ende diesen anderen Boss, den man ja noch besiegen kann, den Ene bla 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 Knight, den Ritter da. Also was ja glaube ich Terra aus Birth by Sleep ist. Das habe ich übrigens ganz vergessen hinzustellen. Schande über mich. Ja, den habe ich auch besiegt gehabt nach unendlich Versuchen. Keine Ahnung, es hat ewig gedauert und ich glaube, ich würde es jetzt auch so schnell nicht nochmal hinkriegen. Aber es ist richtig awesome und ich bin so froh, dass ich es habe und oh yeah. Ja, ich hoffe, das Video hat euch dann ein bisschen gefallen. Ihr habt was Cooles zu Kingdom Hearts gesehen und ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und das war wieder euer Bademeister.